Am I crazy? We don't use that word in here. Willkommen bei WatchMojo Deutschland. Heute zeigen wir euch die Top 10 wichtigsten Dinge, an die ihr euch erinnern solltet, bevor ihr euch den neuen Matrix-Film anseht. I've had dreams that weren't just dreams. Hi. The only thing that matters to you is still here. Für diese Liste betrachten wir sowohl wichtige Story-Elemente aus den Originalfilmen, als auch andere bemerkenswerte Punkte des Matrix-Franchises, die ihr definitiv in Erinnerung haben solltet, bevor der neue Film in die Kinos kommt. Was ist dein Lieblingsmoment aus der Matrix-Reihe? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Nummer 10. Nur noch zwei Originaldarsteller übrig. Als bekannt wurde, dass ein weiterer Matrix-Film gedreht wird, gab es viele Diskussionen darüber, wer aus der ursprünglichen Trilogie erscheinen würde. Have we met? Als die Besetzung bekannt gegeben wurde, waren sowohl Erleichterung als auch Enttäuschung zu spüren. Sowohl Keanu Reeves als auch Carrie Ann Moss werden als ihre ursprünglichen Charaktere zurückkehren. Lawrence Fishburne und Hugo Weaving fehlten jedoch beide im Kader. I must get out of here. I must get free. Weaving sollte erscheinen, aber ein Terminkonflikt verhindert es. Und Morpheus wurde anscheinend wirklich durch die Ereignisse des Videospiels Matrix Online getötet. Wir werden jedoch trotzdem einige Charaktere wiedersehen. Why is what separates us from them? Nummer 9. Die Maschinen planten voraus. Die Hetzrede des Architekten mag die Fans verwirrt haben, doch sie liefert uns auch einen massiven Informationsberg, wenn auch etwas verwirrend. Hello, Neo. Who are you? Wir erfuhren, wie die Maschinen die Matrix als Maß für die Kontrolle über die Menschheit verwendeten. Sie haben jedoch auch erkannt, dass kein System jemals perfekt sein würde und dass die Natur der Menschheit es einigen ermöglichen würde, die Wahrheit zu erfahren. In diesem Wissen teilt der Architekt Neo diese wichtige Zeile mit. While it remains a burden assiduously avoided, it is not unexpected and thus not beyond a measure of control. Dies bedeutet, dass die Maschinen immer wussten, dass es irgendeinen Widerstand geben wird. Sie haben daher Programme und Pläne eingeführt, um dem Ganzen so gut wie möglich entgegenzuwirken. Which has led you inexorably here. Nummer 8. Es gab 6 Versionen der Matrix. The Matrix is a computer-generated dream world. Built to keep us under control. Eine der größten Fragen, die vom neuen Film beantwortet werden muss, ist, zu welchem Zeitpunkt es stattfindet. Als Neo den Architekten traf, wurde ihm gesagt, dass es 6 Iterationen der Matrix gab. Darunter eine, die ein Paradies für die Menschheit war. The Matrix is older than you know. I prefer counting from the emergence of one integral anomaly to the emergence of the next, in which case this is the 6th version. Nachdem die ersten beiden Versuche des Architekten gescheitert waren, entwickelt das Orakel die aktuelle Version der Matrix. Neo erfährt, dass sie sich jetzt im 4. Zyklus befindet. Angesichts der Tatsache, dass am Ende des letzten Films Frieden hergestellt wurde, stellt sich definitiv die Frage, ob dies Nummer 7 oder etwas anderes ist. This will be the 6th time we have destroyed it. And we have become exceedingly efficient at it. Nummer 7. Neo hat einen Deal mit den Maschinen gemacht. Mit einem einzigen Wort aus seinem Mund setzte Neo den Krieg gegen die Menschheit auf Pause. Peace. Smith beschreibt, wie ihn sein Tod am Ende des ersten Matrix befreite und dass er jetzt im Wesentlichen ein Schurkenprogramm ist, das von keiner anderen Maschine kontrolliert werden kann. Als Ergebnis fand er einen Weg, sich wie ein Virus durch jedes Programm innerhalb der Matrix und durch Bane sogar in die reale Welt zu replizieren. What are you talking about? I think I might enjoy killing you as much as killing him. Dies stellte eine Bedrohung dar, mit der Neo definitiv umgehen musste. Die Maschinen stimmten zu und erlaubten es ihm, Smith doch noch zu bezwingen. Sie gaben so anderen die Möglichkeit, sich auch aus der Matrix zu befreien. Nummer 6. Der Merowinger war der König des Untergrunds. Einer der interessantesten Charaktere aus den Fortsetzungen war der des Merowingers. Aha, here he is at last. Auch als der Franzose bekannt, verhält er sich innerhalb der Grenzen der Matrix fast wie ein Verbrecherboss. Exilierte Programme, die ansonsten gelöscht würden, nutzen den Merowinger, um innerhalb der Matrix am Leben zu bleiben. Cause and effect, my love.
Cause? There is no cause for this. What cause? Er soll ein sehr altes Programm sein und hat versucht, den Platz des Orakels einzunehmen. Er ging sogar so weit, andere Programme auszutricksen, um so den Killcode des Orakels zu bekommen. Da er im neuen Film erneut auftreten soll, solltet ihr euch vielleicht mit seiner Geschichte befassen. I do hope, however, she has the good manners to learn her lesson and to remember that there is no action without consequence. Nummer 5. Es ist 18 Jahre her, seit der letzte Film rauskam. Matrix Revolutions kam 2003 heraus und hat Neos Kampf für die Menschheit gegen Agent Smith und die Maschinen beendet. He saved us. He saved us. Seitdem gab uns nur noch das Spiel Matrix Online Hinweise darauf, was nach dem Ende des letzten Films passiert ist. Fans haben über den Frieden zwischen Menschen und Maschine viel theorisiert und auch darüber, was andere Geschichten erzählen könnten. Matrix war für andere Filmmacher sehr inspirierend, wenn es darum ging, wie Spezialeffekte und Actionsequenzen gedreht wurden. Als Ergebnis daraus wurden in den letzten Jahren viele Verbesserungen vorgenommen. Wir können es also kaum erwarten zu sehen, wie dieser neue Film alle Fähigkeiten des modernen Kinos nutzen wird. Nummer 4. Die Menschheit hat diesen Kampf begonnen. Eine wichtige Figur konnte in der zweiten Renaissance gesehen werden. Einer der Geschichten, die 2003 in Animatrix erzählt wurden. B166ER. A name that will never be forgotten. Er war eine von vielen Maschinen, die lange vor dem Krieg von den Menschen für schwere Arbeiten verwendet wurde. Er wurde zum Gegenstand eines Prozesses, als er aus Notwehr heraus gegen einen Menschen handelte. Rational voices dissented. Who was to say the machine, endowed with the very spirit of man, did not deserve a fair hearing? Der Staatsanwalt argumentierte für das Recht eines Eigentümers, sein Eigentum zu zerstören, und gewann damit. Die Maschine wurde mit vielen wie ihm abgeschafft und es folgte eine massive Gegenreaktion. Von da an entwickelten sich die Maschinen und es brach schließlich der Krieg aus, der uns zu den Ereignissen des ersten Films brachte. Wäre die Menschheit gegenüber seinen eigenen Schöpfungen etwas toleranter gewesen, wäre die Situation nie aus dem Ruder geraten. Nummer 3. Neo war ursprünglich ein Computerprogrammierer. Bei allem, was wir über den Auserwählten gesehen haben, vergisst man leicht, dass seine Reise einst als Thomas Anderson begann. What the hell? Tagsüber war er Programmierer, nachts ein Hacker und er ging sogar so weit, an andere Menschen illegale Technik zu verkaufen. Es waren seine Computerkenntnisse und seine scharfen Beobachtungsgaben, die ihn dazu brachten, die Welt um ihn herum in Frage zu stellen. You believe that you are special, that somehow the rules do not apply to you. Obviously you are mistaken. Hätte er sich mehr an die Regeln gehalten, hätte Morpheus ihn vielleicht nie gefunden und ihn dazu gebracht, die rote Pille zu nehmen. Könnten diese Fähigkeiten für den kommenden Film also nützlich sein? Wir hoffen es. Time to fly. Nummer 2. Das Orakel sagte die Rückkehr von Neo voraus. Als Sati die Frage nach Neo stellt, scheint das Orakel etwas zu wissen, das der Rest von uns nicht weiß. Will we ever see him again? I suspect so. Someday. Angesichts all dessen, was sie im Laufe mehrerer Versionen der Matrix gesehen hat, ist es nicht weit hergeholt zu glauben, dass sie die wahre Natur dessen kennt, was mit Neo am Ende von Revolutions passiert ist. Did you always know? Oh no. No, I didn't. But I believed. I believed. Der Trailer zu Resurrections bezieht sich auf Keanu Reeves Charakter sowohl als Thomas als auch als Neo. Dies sagt uns, dass die Aussage des Orakels tatsächlich wahr ist. Wenn der neue Film endlich herauskommt, hoffen wir wirklich zu sehen, wie dieser neue Neo mit dem Original verbunden ist. You don't know me. No? Bevor wir nun unsere Nummer 1 verraten, sind hier noch ein paar lobenswerte Erwähnungen. Zion war die letzte menschliche Stadt der Erde. Unter der Erde, wo die Erde noch warm ist. Neo wurde in der Matrix erblindet. Ein Kampf mit Bane oder Agent Smith nahm ihm sein Augenlicht.
Bevor wir nun fortfahren, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein Video von WatchMojo Deutschland mehr zu verpassen. Nummer 1. Neo starb am Ende von Matrix Revolutions. Erinnert ihr euch, wie wir euch gesagt haben, dass Smith zu einem Schurkenprogramm geworden ist? Der vorhin diskutierte Deal kam am Ende von Revolutions zur vollen Geltung. Als Neo sich von Smith absorbieren ließ, stellte dies eine Verbindung zwischen den Maschinen der echten Welt und dem Smith-Programm her, das sich jetzt in Neo befindet. Diese Verbindung ermöglicht es den Maschinen, Smith aus der Matrix zu löschen und dann den Krieg zu beenden. Das letzte, was wir von Neo sehen, ist eine der Maschinen, die ihn wegträgt, nachdem er sich seinen Verletzungen ergeben hat. Angesichts der Tatsache, dass Neo im Trailer zum neuen Film lebendig und wohl auf ist, ebenso wie in Trinity, gehen wir davon aus, dass wir eine Antwort darauf erhalten, was wirklich passiert ist. If you want the truth, Neo, you're going to have to follow me. Stimmt ihr unserer Liste zu? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Schaut euch auch diese Videos von WatchMojo Deutschland an und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.